Shalom und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley, die Queen der Soße. King of Queens war gestern, wir haben die Queen der Soße. Stir Fry, du kennst bereits, wie man, und du weißt bereits, wie man Stir Fry kocht. Zeit der Wetterreport. Willkommen auf Kozu 5, deiner Nummer 1 Quelle für Wetter, Nachrichten und Unterhaltung. Und nun die Wettervorhersage für morgen. Es wird morgen den ganzen Tag regnen. Yes, baby. Oh, yeah. I think you have a little extra luck. Yeah, wir haben ein bisschen mehr Glück heute. Chill, was? Leute, was bist du? Ach, Mani! Oh, fuck, wie war denn Mani? Ich hab diese... Ist das mal kurz überlegen? Ist die beklatscht doch? Ich weiß nicht. Ja, war sie bestimmt. Hallo, Martin! Wie sind diese Katze hier? Wie sind sie? Wie sind sie? Ne? Ich hab sie gefunden, draußen am Eingang von deiner Farm. Ich denke, sie ist eine Streunerin. Armes kleines Ding. Ich denke, sie mag diesen Ort. Hey, bedenkst du nicht, diese Farm könnte eine gute Katze gebrauchen? Wirst du diese Katze adoptieren? Ja, nein, vielleicht. Bitte ankreuzen. Klar. Dudley Dursley, ich glaube nicht. Suche dir einen Namen aus. Ja, mal würfeln. Schoma, nein. Zah, da fehlt was. Foto, nein. Wie Rotumor? Wie Tumor. Kappa, Raka, Prinley, Bruna, Katabella. Also, ich wüsste was, nee. Wir nennen sie mal... Ich hab... Ja, das so machen wir das. Ich bin... Ich... Pass jetzt auf, ja. Jetzt wird's richtig cool, ja. Ich gebe den gleichen Namen, den meine eigene Katze früher hatte. Und ja, nennt mich einfallslos, weil meine Katze hieß Mimi. Nun, kleine Mimi, du warst ein gutes Kätzchen jetzt, ja? 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 Pfötchen lecken. Pfötchen lecken. Okay. Wir haben Post. Lieber Farmer Martin, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich Witze über das alte Haus meines Großvaters gemacht habe, weil wir uns das erste Mal getroffen haben. Es ist wirklich ein schönes kleines Haus. Wie auch immer. Du brauchst vielleicht ein bisschen mehr Platz irgendwann. Hier kann ich helfen. Wenn du mir etwas Rohmaterial bringst und eine Klitzekleinigkeit dafür bezahlst, kann ich dein Haus erweitern. Ja, die erste Erweiterung, die ich dir anbiete, beinhaltet eine Küche. Mit einer Küche, nun, kannst du kochen. Alle Rezepte, die du kennst, die du gelernt hast. Egal. Ich hoffe, du fühlst dich bald oder fängst dich bald an, richtig wohlzufühlen zu Hause hier in Stardew Valley. Dein lokaler Zimmermann, Robin. Okay, thanks, bye. Schip, schip, schip. Oh, da sind da Kartoffeln fertig. Kartoschki. The Potatoes. Die haben wir gleich mal in eine Kiste. Kleintier macht da schließlich auch Mist. Das ist... Habe ich den Hardwood hier reingelegt? Da. Ich wusste, ich hatte noch was gehabt. Ich wusste es einfach. Gut, die Watering Can. Dann wollen wir mal das Feld begießen. Begeistert begießen. Ganz ehrlich, fehlt diese Gießkanne nicht aus. Ja, das war der Vorführeffekt. Einmal schnell aus dem Teich schlurfen. Yep. Yep, yep, yep. Und genau so wird da ein Schuh raus. Hier oben noch.
So, das Feld ist Ostwinzig. Ich habe jetzt schon. Ja, wobei, es geht eigentlich noch mit meiner Ausdauer. Sense, Ho und Axt nehmen wir mal mit. Die Angel auch. Warum, weiß ich noch nicht. Und dann werden wir mal gucken, was wir hier Schönes machen. Ich glaube, ich werde mal hier so einen Baum umnetzen. Baumfeld! Die Setzlinge machen wir auch mal putt. Weil es muss ja nicht sein, dass wir in nächster Zeit noch weitaus mehr Bäume wachsen. Artenkontrolle und so. Das war blöd von mir, das war wirklich richtig blöd. Aber na gut, was willst du machen? Kann ja nur schlechten Zar... Wirst du aus dem Weg, du kleiner Baum. Kann ja wohl auch nur schlechten... Nein! Einen Zaun um diesen hässlichen Tümpel ziehen. Aber ich glaube, selbst da fällt irgendwo irgendwann alles durch. Das denke ich definitiv. So. Schön, schön, schön. Ach, dieser Blütenbaum. Hübsch. Hübsch. Inventar voll. Hey, okay. Ich muss mir unbedingt mal schauen, was dieser Ruck... Ich glaube, ich habe den bei Pierre gesehen. Der Rucksack. Na, komm rein. Ich bin Rasmodius, Sucher der arkanen Wahrheiten. Irgendwas zwischen physikalisch und ätherisch. Meister der sieben Elemente. Hüter der geheimen Kai, du weißt, was ich meine. Und du, Martin, der eine, dessen Ankunft ich lange vorausgesehen habe. Ihr, ich möchte dir etwas zeigen. Warte. Piu, piu, piu! Nur der arme Kleine. Du hast sowas schon einmal gesehen, nicht wahr? Sie nennen sich selbst die Unimos. Mysteriöse Geister, diese Kleinen. Aus irgendeinem Grund verweigern sie es, mit mir zu sprechen. Wenn du sie einsperrst, du Vogel. Ich bin nicht sicher, warum sie in das Gemeindezentrum eingezogen sind. Aber du hast keinen Grund, sie zu fürchten. Kekse? Hm? Du hast eine goldene Schriftrolle in einer unbekannten Sprache gefunden? Höchst interessant. Warte hier. Ich werde sie mir selbst ansehen. Ich bin gleich zurück. Piu! Piu, piu, piu! Ja und... Ah! Schreib mich doch nicht so eine Vogel! Ich habe die Notiz gefunden. Die Sprache ist obskur, aber
Es war mir möglich, sie zu entschlüsseln. Wir, die Junimo, sind glücklich, dir zu helfen. Im Gegenzug, wir fragen nach Geschenken des Tals. Wenn du eins bist mit dem Wald, dann wirst du die wahre Natur dieser Schriftrolle erkennen können. Eins mit dem Wald? Was soll das bedeuten? Huh. Aha! Komm her! Mein Käse blubbert mit Zutaten aus dem Wald. Babyfarn, Moos, Stummel, irgendwas. Karamell, Pilz, irgendwas, kannst du es riechen? Alter Drogen. Hier, trink das. Lass die Essenz des Waldes deinen Körper eindringen. Was? Ha, verarscht, das war Wodka. Ha. Vielleicht war es auch das LSD, ich weiß es nicht. So viele Bäume, Bäume und Blätter und Pflanzen und Drogen und Gras und Ui! Drogen! Du hast die Macht der Waldmagie erhalten. Nun kannst du entziffern, also die wahre Bedeutung der Junimo-Schriftrollen. Das war Grammatik nix gut. Ich glaube, ich mache mir einen Filznick. Yeah. Ich sollte vielleicht mal wirklich, Community Center? Ui, was ist denn das Schönes? Kraftsraum! Ein Gym, Alter, eine Pumperhalle. Wilder Erdeschuh. Eine Daffodilie, ein Leak und ein, dann eine Pusteblume. Ah. Winter. Exotic. Pilze. Okay, eine Kokosnuss. Fein. So mal. Okay. Hm. Construction Bundle. Ja, warte, was haben wir noch Schönes? Also Construction. Na, mit Adde. Four. Hm. Pilze. Was ist das hier? Eine wilde Pflaume. Haselnuss und eine Blackberry. Blackberry. Das halbe Smartphone der Geschäftsleute. Weil es hat noch Tasten. Ja, das hat es. Ich glaube, Angel kann ich mir jetzt eigentlich auch klemmen, oder? Ich habe ja eh keinen Platz in meinem Inventar. Bam, bam, bam. Ah, den Baum nehmen wir noch mit. Voll der Drogentrip, Junge. Oh, ist das Gras hier, also wirklich. Das muss ich einfach mal runterschneiden.
check erstmal hier ein paar Sachen ab. Und zwar dich, 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 dich. Ach, wobei, ich mache mir noch einen Fartsnack. Fartsnack! So, den Sap, der kommt nicht hier rein, aber die Geode. Der Sap kommt hier rein, die Angel kann ich mal ablegen. Dann haben wir hier eine Dandelion, eine Daffodilie. Na ja, das habe ich wohl alles schon verkauft. Fürchte ich. Bin ich ja mal gespannt, was... Oh, Lauch. Schön. Schön, schön, schön. Jetzt bin ich ja mal echt gespannt, was wir da um den Königstab jetzt machen können, weil diese Anzeige mit dem ganzen Zeug, das ist ja... Interessant. Ist interessant. Auf dem Spielplatz gibt es gar nichts. Oh, was wir mitnehmen können oder so. Nope. Nope, die nope. Oh, doch, hier. Eine Daffodilie. Und noch eine. Ich bräuchte bloß noch so einen Pferdeschuh. Okay, es war ja hier unten gewesen, die Sheriff Roller. Schnell! Er war nicht weg. Okay, okay. 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 Bridge Repair als Reward. Das klingt doch schon mal ganz gut, aber ich habe den wilden Pferdeschuh nicht. Blöd. Ob hier vielleicht in den anderen Räumen auch noch irgendwie sowas passieren würde. Ich meine, fände ich ja cool. Kann man ja echt nicht meckern und so, ne? Vielleicht finden wir aber noch einen wilden Pferdeschuh. Pferdeschuh! Major Louis. Ah, es gibt doch nichts aus einem starken KT-Mon. Help wanted, nothing is posted today. Und das ist gut, nehme ich an. Was man hier nicht klauen kann, das sind alles hübsche Pflanzen. Ups. Wartet mal ganz kurz, ich will mal... Ups, nicht. Ja. So ist das doch schön. Das ist doch mal richtig schön. Whoop. Schön, schön, schön. So. Ob diese Brücke hier vielleicht gemeint ist? Die können wir nur auch selber mit. 300 Stück Holz, meine Güte. Bisschen Lehm. Langhaariger Hippie. Der Wald ist wundervoll. Ist ein wundervoller Platz. Warst du da? Ja, aber ohne dich. So. Wo kriegen wir jetzt einen wilden Pferdeschuh her? Kinder! Habt ihr einen Pferdeschuh gesehen? Ich möchte nach Käfern suchen, aber Mama wird immer ganz böse, wenn ich so schmutzig bin. Ah. Das Leben ist hart. The struggle is real. It's a hard dog life. Hard knock. Wir haben keine Schule hier, aber ich tue mein Bestes, um Vincent und Jess eine vernünftige Ausbildung zu geben. Jedes Kind verdient eine Chance, um erfolgreich zu werden. Jess ist wirklich gut in Mathe und für Lesen. Vince ist gut, er hat eine gute Vorstellungskraft. AKA, er ist doof.